Woche der Weichenstellung, Union und SPD peilen die nächste GroKo an. Sie markieren schon mal ihre Positionen. Auf dem Weg zu einer möglichen Neuauflage der Großen Koalition stellen immer mehr SPD-Politiker inhaltliche Bedingungen. Führende Sozialdemokraten pochen auf eine Bürgerversicherung und einen Kurswechsel in der Steuerpolitik. Die engste CDU-Spitze befürwortet einhellig Gespräche mit der SPD über die Bildung einer großen Koalition. Merkel für rasche Einigung. Unionspolitiker warnen aber, anstehende Gespräche nicht mit überzogenen Forderungen zu belasten. Kanzlerin Angela Merkel, CDU, drängt zur raschen Regierungsbildung. Man sei zuversichtlich, dass Verhandlungen zu einem Erfolg führen könnten, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU, am späten Sonntagabend nach 4,5-stündigen Beratungen des Präsidiums seiner Partei in Berlin. Nach Angaben von Teilnehmern wurde länger über die Zukunft Europas diskutiert. Bei der anstehenden Regierungsbildung spricht sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, gegen Neuwahlen oder eine große Koalition aus. Stattdessen hält sie die Tolerierung einer Minderheitsregierung der Union für den richtigen. Beitragslänge, Firmindatum, 26.11.2017. Die CDU brauche nach Worten von Merkel klare Antworten auf die Vorschläge des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Man könne nicht immer nur Nein zu dessen Reformvorschlägen für Europa sagen. Macron tritt etwa für einen Haushalt für die Eurozone ein. Entscheidende Woche. Die Suche nach einem Ausweg aus der politischen Hängepartie geht in eine entscheidende Woche. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Montag eine neue Runde von Gesprächen mit Spitzenpolitikern und trifft die Fraktionschefs von Grünen, Union und Linkspartei. Der CDU-Bundesvorstand kommt heute im Adenauer-Haus zusammen. Auch die Parteigremien von Grünen und SPD treffen sich zu Beratungen. Steinmeier hat für Donnerstag Merkel, SPD-Chef Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer ins Schloss Bellevue eingeladen. Für mögliche Sondierungsgespräche mit der Union formulierte der mächtige SPD-Landesverband in Nordrhein-Westfalen einem Medienbericht zufolge Kernforderungen an die Parteispitze in Berlin. Dazu gehörten eine paritätisch finanzierte Bürgerversicherung und eine Rentenreform mit dem Ziel, das Rentenniveau zu sichern und perspektivisch auf rund 50% anzuheben, zitiert die Süddeutsche Zeitung aus einem Brief des SPD-Landesverbands an Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles. Bürgerversicherung im Mittelpunkt. SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach nennt die Bürgerversicherung als zentrales Anliegen seiner Partei. Die SPD wolle eine Bürgerversicherung mit einem gemeinsamen Versicherungsmarkt ohne Zweiklassenmedizin, sagte der Gesundheitsexperte der Passauer Neuen Presse. Wenn die Union der SPD nicht entgegenkomme, werde es Neuwahlen geben. Die Große Koalition sei kein Selbstläufer. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel fordert einen Kurswechsel in der Steuerpolitik. Grundlage für alle Optionen ist unser Steuerkonzept aus dem Wahlkampf, sagte er der Rheinischen Post. Der Soli müsse ab 2020 für untere und mittlere Einkommen entfallen, die Einkommensteuer müsse für große und größte Vermögen steigen.